INDDEV, Inklusion in Dresden, ist das Thema, was wir heute bei der 109. OKLAUS Medienlounge in Dresden besprechen. Wir sind zu Gast bei einem Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Inklusion innerhalb der Stadt zu fördern. Neben mir der erste Vorsitzende des Vereins, das ist der Dirk Schmidt. Und der Dirk Schmidt kann uns vielleicht mal sagen, was INDDEV für ein Verein ist. Ja, also wir sind ein Inklusionsverein, der Name sagt es ja schon, Inklusion in Dresden. Und unser Hauptziel ist es, Leute mit und ohne körperliche Einschränkung oder geistige Einschränkung zusammenzubringen, bestehende Ängste abzubauen, Vorurteile abzubauen und einfach zu zeigen, dass egal, ob man körperliche Einschränkungen hat oder eine andere Sprache spricht, wo man herkommt, dass wir letztendlich alles dieselben Menschen sind. Wir sind zu Gast im Kinder- und Jugendhaus Emmers. Das ist auf der Bürgerstraße 68 in Dresden-Pieschen. Der Verein hat dort ein kleines Büro, wobei wir mal sagen müssen, alle, die in dem Verein aktiv sind, sind ehrenamtlich tätig. Ja, also das ist so eine grundsätzliche Geschichte, wo wir alle gesagt haben, nein, wir machen das, weil wir es halt wirklich wollen, weil wir das möchten. Wir wollen halt ein bisschen was bewegen in Dresden und in der Umgebung und haben gesagt, wir verzichten auf irgendwelche Gelder, Verdienste, die wir haben, sondern machen das ehrenamtlich und stecken lieber das Geld in unsere Projekte, wo es halt wirklich nötig gebraucht wird. Und apropos Projekte, ich sitze heute zum ersten Mal in so einem Rollstuhl und es ist ein komisches Gefühl für den Anfang, aber wenn man sich dort richtig reingesetzt hat und sich darauf das konzentriert, was mit dem Fahren zusammenhängt, dann kann man das sich schon anfreunden. Man muss es natürlich nicht, aber man kann jetzt zumindest die Leute verstehen, die in Rollstühlen sitzen und Schwierigkeiten haben, die Bordsteinkante hoch oder runter zu kommen. Und wir sind deshalb interessiert an einem Projekt, das sich da Rollstuhlfahrschule nennt. Ja, das Projekt Rollstuhlfahrschule. Die eigentliche Idee war die, dass wir halt Kindern, Jugendlichen, die durch Krankheiten oder durch die Geburt halt im Rollstuhl sitzen, die Möglichkeit zu bieten, das Rollstuhlfahren erstmal richtig zu lernen. Es gehört ja nicht nur dazu, einfach geradeaus zu fahren, sondern wir haben verschiedene Untergründe, was die Fahrwege angeht. Wir haben halt, wie gesagt, Bordsteinkanten, wir haben Treppen, dass selbst auch das Treppenfahren mit dem Rollstuhl gelernt werden kann. Und ja, das ist halt der Hauptpunkt, unser Hauptanliegen, sage ich mal. Jetzt ist es so, die viele, die einen Unfall haben und dann das Problem haben, im Rollstuhl sitzen zu müssen, die werden ja oftmals noch durch Reha-Maßnahmen unterstützt. Und hier ist es aber so beim Verein, dass man sich auch um die Leute kümmern möchte, bei denen das angeboren ist. Ja, und das hat halt den Hintergrund, dass halt, wie Peter schon sagte, dass halt die Leute, die Unfall hatten, die haben halt diese Reha-Maßnahmen. Kinder, die halt angeboren sind oder im Kindesalter durch Krankheiten im Rollstuhl sitzen, denen ist die Möglichkeit nicht oft gegeben. Ich wurde persönlich halt schon öfters darauf angesprochen. Das war halt auch der Grund für diese Idee. Und wir wollen halt nicht nur den Kindern die Möglichkeit geben, das Rollstuhlfahren zu lernen, sondern auch ihren Eltern die Möglichkeit bieten, sich selbst mal in den Rollstuhl reinzusetzen, um das Gefühl zu bekommen, was ihre Kinder tagtäglich halt erleben und was ihre Kinder tagtäglich für Hindernisse überwinden müssen. Es ist natürlich so, dass die Kinder gut behütet sind zu Hause und aber letztendlich sind sie auch irgendwann mal etwas älter und wollen vielleicht auch mal alleine raus. Und diese Rollstuhlfahrschule, die soll eben dazu beitragen, dass die Kinder auch ihre eigenen Freiheiten kennenlernen und auch wissen sollten, wie sie damit umzugehen haben. Ja, das ist halt genau wie du es schon sagtest, Peter, oder wie ich es vorhin schon erwähnte, die Eltern haben halt doch gewisse Ängste oder halt dieser Beschützerinstinkt und den wollen wir halt mit der Rollstuhlfahrschule, mit dem mobilen Parcours halt nehmen den Eltern, sage ich mal, dass sie einfach mal wirklich loslassen und ihre Kinder ohne Angst zu haben, einfach mal machen lassen, einfach mal fahren lassen, so wie die Kinder das wirklich selber auch wollen. Klar kann es passieren, dass man halt mal umfällt oder mal rausfällt, aber das gehört einfach dazu. Als Fußgänger falle ich halt auch mal hin oder rutsche irgendwo aus. Und so kann es halt dem Rollstuhlfahrer genauso passieren. Aber wir wollen halt zeigen, das ist halt auch nicht schlimm. Wir wollen zum einen zeigen, dass es halt verhindert wird, dass man so schnell rauskippt. Aber auf der anderen Seite, wenn es passiert, passiert es halt. Es ist ja so, dass man als Nicht-Rollstuhlfahrer, wie ich das jetzt bin, dann schon manchmal ein bisschen komisch an die ganze Sache rangeht. Wenn man aber so einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Abschluss hat von der Rollstuhlfahrschule, dann wird man wahrscheinlich auch mit manchen Problemen im Alltag anders umgehen, wie man es täte, wenn man diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Was für den Einzelnen noch so in diesem Verein oder von diesem Verein geboten wird, das erfährt man, wenn man auf die Homepage geht. INDDEV ist der Verein, aber die Homepage lautet alles zusammengeschrieben inklusion in dresden.de. Und dort
dort gibt es alle weiteren Infos. Da gibt es auch eine Kontakttelefonnummer, eine Kontakt-E-Mail-Adresse, wo man sich auch melden kann. Mir ist aufgefallen, als ich das letzte Mal auf der Seite war und das Logo mir angesehen habe, es sieht aus, wie wenn dort ein Froschkönig mit drauf wäre. Es sieht also sehr märchenhaft aus. Und das möchte ich mal noch erklärt haben vom Dirk Schmidt, vom ersten Vorsitzenden vom Verein. Was hat es denn mit diesem Froschkönig auf sich? Ja, mit dem Froschkönig, das war halt der Gedanke, den wir hatten. Ist halt ähnlich wie im besagten Märchen. Der Froschkönig ist halt eine Person, die ja aber von außen halt nicht gesehen wird. Alle nehmen ihn nur als Froschkönig wahr. Und das eigentliche Wesen der Person, das sieht halt keiner. Und ähnlich ist es halt bei Rollstuhlfahrern oder bei vielen anderen Leuten halt genauso. Die Leute sehen halt immer nur die äußere Hülle, aber die sehen halt nicht den Menschen dahinter. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen das Logo des Froschkönigs bei uns mit rein in den Namen und wollen halt als Verein mit den Projekten, die wir durchführen, sei es Rollstuhlfahrschule oder das Rollstuhl-Rugby, was wir halt anbieten und so weiter, so sinnbildlich denjenigen wachküssen. Nur, dass er aus seiner Hülle, aus seiner sicheren Umgebung halt auch mal rauskommt und sein wahres Ich zeigt. Nur das, was in ihm steckt einfach. Und das ist halt so, haben wir halt gesagt, mit dem Froschkönig lässt sich das am besten verbinden. Vielen Dank, Dirk Schmidt, erster Vorsitzender vom Verein INDD e.V. Für uns mal wieder was Neues. Ich werde mal noch die Runde Parcours hier mitmachen. Und wer mehr wissen will, schaut einfach mal auf die Homepage. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch was Interessantes dabei, wo er sagt, das ist mal was, wo ich mich mit dem Thema beschäftigen will oder als Betreuer bei einer Freizeit oder bei einer großen Fahrradtour auch mit Behinderten mit dabei zu sein. Einfach mal reinschauen. Ich denke, das lohnt sich.